Hallo! In vorherigen Tutorials habe ich bereits die typischen Partitensätze oder Choralvorspielformen vorgestellt, die man so als erstes lernt. Bizinium, Tenortrio, kolorierter Cantus firmus, Bass Cantus firmus Durchführung. Hier zeige ich noch viele andere Formen, die man im Gottesdienst als Choralvorspiel verwenden kann oder eben im Rahmen einer Partita vielleicht noch zusätzlich. Ich nehme das Lied Erhalt uns Herr bei deinem Wort, eine alte Melodie, bei der ich gerne auch einen Leitton ergänzen kann, in der Tradition der alten Meister, und trotzdem dieses Lied die charakteristischen Elemente behält. Und ich starte mal mit einem Flötensolo. Einstimmig, aber in meinem Kopf läuft natürlich ein vierstimmiges Gerüst ab. Und die meisten Töne sind Akkordbrechung. Und dann brauche ich ab und zu Sekundenschritte, damit es nicht zu eintönig wird. Also zum Beispiel sowas. Und dann kann ich das auch Oktav versetzen. Dann wird es noch etwas spannender. Wenn man einen guten vierstimmigen Satz als Grundlage hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Und wenn man es schön auf zwei Hände verteilt und vielleicht mit einer Vierfußflöte und Tremolant registriert, dann ist das effektvoll und nicht so kompliziert. Zweites Beispiel, eine Pastorale. Eines Liedes passt fast immer auf einen Orgelpunkt, denn da wird ja erstmal die Tonika bestätigt. Und dann nehme ich einen 6/8-Takt und gerne so einen punktierten Rhythmus. Und jetzt kann ich ein Zwischenspiel, zum Beispiel so eine Vorhaltskette, einfügen. Das hat nichts mit dem Choral zu tun. Dann kommt die zweite Zeile, die möchte ich gerne nach H führen, damit ich nicht zu lang auf dem E bleibe. Es passt aber nicht schon, das H zu früh in den Bass zu setzen. Deswegen harmonisiere ich erstmal Runde aus und bleibe hier jetzt schon auf dem H stehen. Und dann kann ich nochmal meine Stimme da hinzufügen. Also auf dem Orgelpunkt H mich austoben mit den barocken Möglichkeiten, die man auf Orgelpunkten hat. Dazu gibt es auch ein Tutorial. Die dritte Zeile würde man nach G-Dur führen, die vierte wieder nach E-Moll. Ich gehe aber gleich weiter zum nächsten Beispiel. Wir kennen alle aus dem Orgelbüchlein Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, vom Bach. Und in dieser Form stelle ich auch mal ein Choralvorspiel vor. Da das Vorbild so wunderschön ist, haben wir einen hohen Anspruch an diese Form und müssen sehen, dass wir einen guten harmonischen Satz drunter setzen und viele Dissonanzen unterbringen. Sonst wird es zu leer. Jetzt nehmen wir mal ein Pedalsolo und ein rhythmisches Modell als Grundlage. Weiterführen müsste ich auch wieder den Cantus firmus mit anderem Rhythmus ein bisschen beleben, zumindest in der dritten Zeile, damit ich in der vierten drauf zurückgreifen kann, sonst wird es langweilig. Die Melodie ist eigentlich immer präsent, aber hier mal ein bisschen verschoben.
Dadurch, dass aber die Cantus Firmus-Töne die obersten sind jeweils von meiner Figuration, hört man sie raus. Und im Rahmen einer Partita kennt man die Melodie ja dann schon sehr gut. Jetzt nehmen wir mal als Pendant zum Tenor-Trio einen Tenor-vierstimmigen Satz. Wir führen die Melodie am besten links mit einer Oboe durch, aber ich habe jetzt hier nichts. Ich nehme die Melodie, den Tenor ins Pedal mit 4 Fuß und bleibe dann hier mit meinem Bass auf 8 Fuß Ebene. Ich habe jetzt einen 12/8-Takt genommen. Triolen sind ganz praktisch, da kann man wieder zurückgehen nach einem Wechselton oder man kann einen Terz nehmen als Grundlage. Das eignet sich ganz gut. Das ist dann wie so ein Kantatensatz von Bach. Jetzt kommt was mit Doppelpedal. Ich spiele den Cantus Firmus im rechten Fuß, im linken Basstöne, die aber auf den leichten Zählzeiten immer so ein bisschen später kommen, damit sich der Cantus Firmus durchsetzt. Und gekoppelt an den linken Fuß sind jetzt die Hände in Generalbasstechnik. Generalbasstechnik meine ich, dass ich 3 Stimmen habe, zwischen denen keine Parallelen entstehen. Zwischen dem rechten Fuß, dem linken Fuß und der rechten Hand, der Oberstimme. In den Stimmen passe ich auf, dass es eine saubere Dreistimmigkeit ergibt und in den Mittelstimmen fülle ich die Harmonien auf. Auch mal mehr als 4-stimmig, 5-stimmig, 6-stimmig, passe auf mit Leittonverdopplungen, die vermeide ich. Aber sonst kann da schon mal irgendwas verdoppelt sein, was aber nicht stört. Mich zumindest nicht. Ich zeige noch mehr Beispiele, gehe aber mal zu einem anderen Lied. Sonne der Gerechtigkeit, 262 oder in Gotteslob 481. Und spiele mal eine Bassdurchführung, aber dreistimmig. Nicht 4-stimmig, wie ich es im Tutorial schon mal vorgestellt habe. Wer jetzt sagt, das klingt ja ganz hübsch, aber irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung, hat nicht Unrecht, denn es sind 5 Takte. Die Melodie dehnt ja diese Gerechtigkeit zu einem 5/2-Takt im Grunde oder 5-ganze-Takt. Und wenn man das jetzt so spielt, je nach Tempo stört es, weil wir gewohnt sind, in 4-Takt-Phrasen zu empfinden. Deswegen reduziere ich lieber die Melodie auf das eigentliche. Dann ist das Stück ganz ähnlich. Ich kann auch den Schnörkel im Pedal unterbringen, das ist kein Problem. Dann angleichen. Und ich finde, es ist überzeugender mit diesen 4 Takten und so bleibe ich jetzt auch bei diesem Prinzip in den nächsten Bearbeitungen. Ein Bass de Trompette kennen wir von Clérambault, Couperin, de Grigny, Dumage und beginnen wie die auch, fugiert mit den Oberstimmen und jetzt stellt man sich hier auf dem zweiten Manual halt eine Trompette vor oder zumindest eine Oboe. Thank you.
dritte Zeile kommen. Ich bringe also in der linken Hand den Cantus Firmus, dann gerne noch eine Sequenz und hier noch eine kleine Überleitung und nochmal den Schluss des Cantus Firmus. Und dann kommt die nächste Zeile. Die typisch französischen Verzierungen übernehme ich gerne. Und wer mag, kann das auch innegal spielen. Dann kriegt es noch mehr französischen Charakter und so weiter. Ich habe jetzt eben auch gar nicht genau das gespielt, was ich in der Vorlage hatte. Das sollen ja alles auch nur Anregungen sein. Keiner soll genau dieses jetzt spielen, aber die Idee übernehmen. Jetzt zeige ich noch einen schnellen, kolorierten Cantus Firmus. Den langsamen habe ich vorgestellt. Jetzt nehme ich die Melodie in diesem Tempo und verziere das, also nicht so sehr ruhig, sondern fast mehr am Singetempo orientiert. Passt, wenn wir weniger Zeit haben im Gottesdienst, denn so ein langsamer, kolorierter dauert ja. Oder in der Osterzeit passt es zu dem Charakter der Lieder viel mehr als ein ruhiger, der in der Passionszeit eher angebracht ist. Zum Schluss noch eine Sarah Bond, die habe ich schon mal vorgestellt, aber ich finde, es wird viel zu wenig genutzt. Ich bringe die Melodie in den Dreivierteltakt und spiele sie im Alt mit einer Pause vor der 3. Der 3, um die 2 schwerer zu gestalten. Dann kriegt die 2 eine Betonung und dazu kommt jetzt eine Oberstimme. Natürlich noch mehr Choralvorspielformen, aber vielleicht hat man jetzt schon mal ein paar Ideen. Im Skript, zu dem man den Link in der Infobox findet, habe ich noch ein paar Choräle aufgeschrieben, oder im Skript findet man diese Choräle, die geeignet sind, bei denen man diese Form gut übernehmen kann. Man kann auch so gut wie alle barocken Melodien nehmen, muss nur darauf achten, dass sie in einem durchgehenden Takt sind und eventuell auch mal Leittöne ergänzen, so wie ich das hier beim ersten Lied gemacht habe. Am leichtesten ist es, wenn man schon einen harmonischen Zugang zu diesen Chorälen hat und die Choräle mag. Da macht es noch viel mehr Spaß. Viel Freude mit diesen Partitensätzen.